5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Ich sehe so ein bisschen zerstört gerade aus. Wir haben nämlich bis eben alle mal einen Mittagsschlaf gemacht. Ihr habt ja gesehen, wir waren heute Morgen nicht, eher heute Vormittag in der Innenstadt und haben bei H&M so ein bisschen für Motte geshoppt. Denn ich sag's euch Leute, die wächst momentan wie nichts anderes. Und sie hat aktuell Größe 104, aber wächst da schon so langsam raus. Deswegen haben wir ein paar Sweatshirts geholt in Größe 110/116. Das ist phänomenal. Und ein paar Langarm-Basic-Shirts. Vielleicht denke ich dran und zeige euch das nachher. Also nichts Spektakuläres. Und jetzt bin ich gerade losgedüst. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Meine Patentante ist gerade zum Kaffee gekommen. Und uns ist schon in letzter Zeit aufgefallen, dass egal wann Kaffeebesuch da ist, dass wir irgendwie gar keinen Snack da haben. Also wir haben gesagt seit Weihnachten, dass wir keinen Nachschub an Süßigkeiten mehr kaufen, weil wir so, so viel hatten. Aber irgendwie, wenn Kaffeebesuch da ist, dann neigt man mehr dazu, Kekse zu knabbern, anstatt irgendwelche Weihnachtsmänner. Und deswegen bin ich jetzt gerade hier auf dem Parkplatz, hol das einmal ganz schnell. Ansonsten ist heute Papa Ralfs erster Urlaubstag und wir haben uns so viel vorgenommen, aber nicht diesmal irgendwie, keine Ahnung, das Haus renovieren, irgendwas für den Garten machen oder irgendwie Freunden beim Umzug oder so helfen. Nein, es ist einfach Familienzeit. Wir wollen für uns ganz viel machen und da werden wir euch die Tage mit Sicherheit öfters mitnehmen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, aber wie soll es anders sein? Seit heute Morgen wacht Ralf auf. Nee, gestern beim Duschen hatte er schon Anmerkung gemacht und hat gesagt, er hat extrem starke Halsschmerzen, schnupfige Nase und es ist so typisch, ne? Urlaub und man wird krank. Also ich hoffe, das ändert sich. Wir wollen nachher auch nochmal frischen Ingwer kaufen, Orangen und dass wir ihm dann so einen schönen, frischen, knackigen Tee machen, dass das Ganze irgendwie gar nicht erst aus dem Körper rauskommt. Er wollte dann sich noch ein bisschen mit Motte beschäftigen. Ich muss noch das Video für heute Abend fertig machen. Ich muss dann Voice-Over machen. Das ist wieder ein Lecker-Schmecker-Video. Geschnitten ist das schon, aber Voice-Over, ich mag das nicht so gerne. Das ist irgendwie immer anstrengender. Jetzt sappel ich zu euch und das ist einfach so frei Schnauze. Und Voice-Over, da spricht man halt nach den Bildern oder nach den Filmszenen, die man sieht. Und das ist irgendwie schwieriger, als man sich das vorstellen kann. Und ihr morgt es nicht. Genau, und dann wollen wir heute Abend noch lecker kochen und so weiter und so fort. Und ich höre jetzt auf zu labern. Alle warten mit dem Kaffee. Ich habe keine Kekse. Euch texte ich zu. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Vlog und los geht's. Ganz kurz, es ist nicht so, wie ihr denkt. Nein, Spaß. Akuter Fresh Flash, würde ich sagen. Aber das ist jetzt mehr so für Kaffeebesuch und die essen wir einfach so gerne. Und das ist auch für Kaffeebesuch. Und das ist für den Heißhunger. Da sind diese Schokoküsse ideal, sag ich euch. Wenn man so richtigen Janker hat, zwei Stück und dann ist man pappensatt so ungefähr. Und ja, man könnte natürlich jetzt alles auf den Besuch schieben.
Tue ich jetzt auch gerade. Ich hatte einfach Bock auf alles. Also, guten Appetit. Wir haben lecker Kaffee getrunken und Kekse gegessen. War sehr, sehr lecker und haben ein bisschen gequatscht. Meine Patentante ist noch da und ihr kennt das ja. Frauen haben immer was zu erzählen. Mutti und sie sind noch am Rumquatschen. Und ich habe jetzt einmal die Gunst der Stunde genutzt, weil Ralf ist jetzt gerade bei Lidl und Rossmann mit Motte. Der kauft noch ein paar Kleinigkeiten. Vor allem auch für sich einmal den Ingwer, das hatte ich euch, glaube ich, erzählt, und Zitrone. Und ich habe es mir jetzt hier bei Oma gemütlich gemacht, weil ich habe hier immer die beste Ruhe und ich liebe es einfach bei ihr im Schlafzimmer. Und zwar sitze ich hier mit dem Schlepptop auf ihrem Bettchen und bin gerade dabei und mache das blöde Voice-Over, was ich ja so gerne mag, nicht. Und muss andauernd ein bisschen warten, weil der Laptop irgendwie übertrieben, nicht überhitzt, aber so, ich sag immer, windet. Der macht da richtig so eine Pustgeräusche. Der ist da jetzt auch schon mittlerweile 6, 7 Jahre alt, ich weiß es gar nicht genau, aber ich liebe mein MacBook über alles. Ich würde nie wieder was anderes kaufen. Ich kann euch ja mal einen kleinen Einblick verschaffen, wie ich dann hier sitze und dazu mal das Voice-Over mache. Übrigens, den Link zu dem Leckerschmecker werde ich euch jetzt hier oben einmal reinpacken oder in der Infobox. Jetzt gebe ich mal Gas, weil die beiden werden nicht allzu lange mehr weg sein und dann wollen wir wieder gemeinsam die Zeit genießen. Ich sabbel nicht so viel, behalte die Luft lieber fürs Voice-Over. Okay, jetzt hat Ralf auch noch eine Voice gemacht. Nicht alleine. Engel, was brauchtest du noch von Rossmann? Weil wir jetzt auf dem Wege zu Rossmann sind, nur dass du Bescheid weißt. Kannst du mir mal schreiben, was wir da noch brauchen? Süß, ne? Eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Außer eventuell Pampis, Schlübbis in Größe 6 plus, wenn sie haben. Ich habe mich nämlich das letzte Mal vergriffen und habe diese Pampi-Hosen in 6 gekauft, anstatt in 6 plus. Und wenn sie die im Rabatt haben, kann er die ruhig mal einmal mitnehmen. Aber ich muss mich jetzt auf jeden Fall hier einmal konzentrieren. Ich muss ja zum Beispiel zu dieser Szene, wo ich den Teig knete und zu einer Kugel forme, das Voice-Over machen. Und das sieht dann wie folgt aus. Anschließend müssen wir dann den Teig zu einer Kugel formen. Vorab könnt ihr das Ganze natürlich nochmal richtig schön durchkneten, in Frischhaltefolie wickeln. Und ganz wichtig, der muss mindestens 30 Minuten dann in den Kühlschrank gestellt werden. Und in dieser Zeit können wir uns dann eigentlich schon dem Belag widmen. Fertig. Dann höre ich mir das Ganze immer nochmal an. Ich sag's euch, danach kann man sich nicht mehr reden hören. Dann den Teig zu einer Kugel formen. Vorab könnt ihr das Ganze natürlich... Cut. Dann schneide ich das einmal raus, wo ich atme. Dann atme ich einmal ganz kurz durch, weil ich kann ja Gott sei Dank schneiden. Und nochmal zurück, damit es exakt auch passt. Schneiden. Zack. Dann nehme ich das raus. Pack das Ganze hier ran. Mach es einmal größer. Gucke jetzt, ob das Ganze auch funktioniert, weil die Lücke halt sehr groß ist. In den Kühlschrank gestellt werden. Und in dieser Zeit können wir uns dann dem Belag... Ich muss nochmal hören. 30 Minuten dann in den Kühlschrank gestellt werden. Und in dieser Zeit... Und da ist die Lücke zu groß, da ist so eine lange, lange Pause. Das heißt, ich nehme mir nochmal diese kleine Frequenz. Dann in den Kühlschrank gestellt werden. Und in dieser Zeit können wir uns dann... Ich kann sogar noch ein kleines Stück zurück. Und in dieser Zeit können wir uns dann dem Belag widmen. Fertig. Genau, das nehme ich natürlich nicht mehr rein, aber das hört sich jetzt gut an. Dann dem Belag widmen. Dann kann ich das auch cutten. So, und dann werde ich hier nochmal die Hintergrundgeräusche einmal wegnehmen. Gerade wenn er dann so anfängt zu winden und damit die Qualität ein bisschen besser ist, dann nehme ich derzeit gerne so 80%. Und dann höre ich mir das Ganze nochmal an. So, wartet mal. Von vorne für die Szene. Anschließend müssen wir dann den Teig... Und wenn ich mir das jetzt anhöre, sieht man natürlich, dass ich nur am Kneten bin und das mit der Frischhaltefolie irgendwie noch gar nicht zu sehen ist. Das kommt nämlich erst hier. Das bedeutet, ich werde diese Szene jetzt auf jeden Fall einmal kürzen und auch mit dem Schnelldurchlauf irgendwie durchspielen lassen, damit das Ganze ein bisschen vom Bild her harmonisiert. Jetzt habe ich es fertig. Ich habe die Sequenz jetzt komplett so gekürzt, dass mein Voice-Over, was ich euch gerade abgesprochen habe, einfach mit den Filmszenen harmonisiert. Ich kann euch das jetzt mal einmal im vollen Zuge zeigen. Anschließend müssen wir dann den Teig zu einem...
einer Kugelform. Vorab könnt ihr das Ganze natürlich nochmal richtig schön durchkneten, in Frischhaltefolie wickeln und ganz wichtig, der muss mindestens 30 Minuten dann in den Kühlschrank gestellt werden. Und in dieser Zeit können wir uns dann dem Belag widmen. Cut! Und jetzt sage ich das nächste Voice-Over. Für den Belag brauchen wir blub, 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 blub. Wie das ganze Video aussieht, zeige ich euch natürlich im Link hier oben oder auf der Seite in der Infobox oder ihr schaut einfach in der Playlist von Lecker Schmecker. Jetzt auf jeden Fall noch weitermachen, denn ihr seht ja 4,5 Minuten knapp und ich bin gerade mal bei 1:08. Überall, wo so Lücken sind, wird nachher alles noch ein bisschen mit Musik unterlegt. Dann werde ich es noch 100.000 Mal alles abhören, ob alles wirklich super miteinander abgestimmt ist und dann ist das Video fertig. Und gerade diese kurzen Videos werden so, so oft unterschätzt. Es ist wirklich unheimlich viel Arbeit. So viele kleine Szenen und alles muss 1000 Mal abgestimmt werden und wieder geschnitten und wieder Voice-Over und so weiter und so fort. Das ist wirklich nicht so, wie man denkt. Also es ist nicht ganz so einfach, aber ich liebe es. Ich gehe da voll drin auf. Ich liebe das Schneiden. Und okay, das Voice-Over jetzt nicht, aber das Ganze so zusammenzupuzzeln, dass es ein richtig schöner Film wird, kann ich mich Stunden mit beschäftigen und deswegen, ja, ich liebe YouTube einfach und noch viel mehr liebe ich natürlich, dass ihr genau das so liebt und auch dieses Feedback gebt und das motiviert einen einfach. Es motiviert einen, immer besser zu werden und ist noch schöner und einfach anspruchsvoller für euch auch zu machen, dass wenn ihr diese Videos von uns seht, einfach so euch entspannt zurücklehnt und einfach denkt, wow, das war wirklich richtig schön anzugucken. Also an dieser Stelle auch an euch. 1000 Dank für die Motivation, für eure Daumen, für die ganzen Kommentare. Wir sagen es so oft, aber wir meinen es auch genauso, wie wir es sagen. Nein. Kampf der Titanen. Nein, 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 nein. Hast du Kalle im Griff, sit. Engel? Sit. 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 Wow, gut. Sag mal. Ihr beiden kleinen Rabauken. Ein Keks geben. Du möchtest ihm einen Keks geben, weil er gehört hat, ne, Schatzi? Nein! Nein, Kalli, nicht machen. Sind die beiden nicht süß? Hier, mein Schatz, warte. Genau, erst muss er... Guck mal, wie er auf dich hört, mein Schatz, warte. Mit einer Hand ist schwer. Nimm dir einen raus, Engel. Ja. Super macht ihr das. In der Hand. Aus der Hand? Ja. Wie war es mit dem Einkaufen, mein Schatz? Schön. War schön? Ja. Hast auch ganz kleine rote Wänkchen, ne? Wo ist deine Spange? Siehst du richtig aus, als wärst du vom Winde verweht. Nee. Was ist hier los? Was ist hier los, Schmatzbacke? Ist das Kamera? Ja, ist Kamera. Guck mal, hier ist Kamera. Ja, was möchtest du denn zeigen, mein Schatz? Möchtest du ein Food Haul machen? Mhm. Ja. Dann zeig uns mal, was du gekauft hast. Hier, ich gebe dir mal die Tüte. Oh, ist die schwer, Motte. Ah. Dann zeig mal. Einmal Papier. Einmal für Papa, Listerine. Listerine. Und was noch? Das hier. Unseren geliebten Yogi. Was noch? Das hier. Einmal rote Grütze, damit essen wir es zurzeit am allerliebsten. Übrigens waren die beiden bei Lidl, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Jetzt. Na? Die zwei sind auch ein Team. Nein. Kriegst du schon wieder einen Kussi? Möchte er mit rein, Luschan? Was noch? Hier ist das. Das ist ganz schwer. Was ist denn da drin? Zeig mal. Jetzt bin ich aber neugierig. Soll ich mal rausholen? Ja. Ach, ein Saft. Guck mal, das haben wir unten im Hauswirtschaftsraum noch ganz viele. Nee, Schatzilein. Guck mal, was Kalle sich da schon wieder geschnappt hat, der Räuber. Guck mal, dein Handfeger. Nein. So, dann machen wir weiter. Guck mal, was er schon kann. Sitz. Kalle. Gib Pfote. Super. Und andere auch? Andere auch? Gut, der Junge. Noch einmal Milch. Noch einmal Brot. Einmal Brot. Dinkelbrot. Was haben wir noch? Das hier. Nochmal Joghurt. Hupala. Jetzt das hier. Was ist das? Ingwer für Papa? Kalle darf das nicht. Nee, Kalli darf das nicht. Das ist einmal Ingwer. Genau. Gleich in die Schranken weisen. Dann habt ihr nochmal deine Lieblingslaugis geholt. Und mit den ganzen Körnern. Hupala.
Dann hier etwas. Was sind das? Mandarine. Nee, das sind Orangen, Engel. Das sind Orangen, mein Schatz. Hey, einmal probieren. Können wir nachher nach dem Armbrot probieren. Und das war's. Habt ihr toll gemacht, Schatzi. Okay. To the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. So Leute, darauf freue ich mich jetzt schon den ganzen Tag, wirklich. Wir machen jetzt, also Ralf wird gleich schön mitkochen, unseren heißgeliebten Halloumi-Auberginen-Burger mit Zwiebelrelish und knackigen Pastinaken-Karottenstäbchen. Ich sag's euch, das haben wir schon mal gegessen. Bombe. Und ich bedanke mich an dieser Stelle. Ja, es ist in Kooperation mit HelloFresh und ich finde HelloFresh Bombe. Ihr wisst es ganz genau. Ich bin mal gespannt, wie Ralf sich gleich schlagen wird. Das ist das erste Mal, dass er kochen möchte. Was wir dafür brauchen, sind Pastinaken, Karotten, Joghurt, eine Aubergine, Halloumi-Käse, den haben wir gleich zweimal, Zwiebeln, da habe ich gestern ein Stück schon gebraucht, weil ich hatte keine im Haus, und dann einmal rustikale Burgerbrötchen mit Sesam und einmal nicht Feldsalat, sondern Rucola. Dann lassen wir die Küche hier rocken. Ich hole mir noch alle Tipps. Siento capara mucho, gracias. Also, was müssen wir als erstes machen, Engel? Erstmal werden hier die Pastinaken und die Möhren geschält. Alles klärchen. Das kannst du auch alles hier gut in die Tüte reinpacken, okay? Alles Roger. Obwohl, das gehört hier nicht rein. Fräulein, das ist Plastik. Ja, wunderbar. Die erste Möhre ist geschält. Heidi darf jetzt gleich einmal die Schale hier reinpacken, okay? Unbedingt, mein Schatzi. Alles klar. Unbedingt. Unbedingt. Hier, mein Schatzi, das hat Papa für dich extra aufbewahrt, bitte. Darfst du alles in die Tüte reinschmeißen. Okay. Wenn ihr solche Stellen habt, ruhig noch ein, zwei Mal rübergehen, dann ist die nachher weg, ne? Nur zur Info. Mhm. Und am besten auch alles überm Tisch und nicht auf dem Fußboden, Chef. Am besten tust du uns einen Gefallen und gehst spazieren. Okay. 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 Wie bitte? Mit Öl. Ja, Öl können wir ja schon mal rausholen. Das ist ein gutes Stichwort. Das werden wir brauchen. Einmal Öl. Noch nicht aufmachen, Engel. Das ist auch hier immer so doof scharf. We have no Dann brauchen wir Salz. Und was war das noch? Pfeffi? Was sagst du? Wir haben nur eine Pastinaki, ist das richtig? Nee, hier ist noch eine. Mist. Und Pfeffer. Ich warte sehnsüchtig auf meine Just Spices Bestellung. Wir brauchen nämlich unbedingt wieder Nachfüllen. Bitte schön, mein Schatz. Gerne. Das reicht schon, Papa. Das reicht noch nicht, Schatzi. Wir müssen ja hier alle satt werden. Wir müssen ja zwei Erwachsene und Jule satt kriegen. Passt du Tee reinmachen? Schatzi, magst du von Mama noch ein bisschen Watte eintunken, dass sie auch was zu essen hat? Sag mal, Papa ist ein Quatschkopf. Tap, die alle nehmen da rauf. Genau, alle müssen wir da rauf. Und Mama hat eigentlich gedacht, es ist immer einfacher, das Öl hier drin zu vermischen. Aber wir gucken mal, ob du das wieder gut hinkriegst, okay? Ansonsten packen wir die alle in die Schale. Guck mal, Papa, wie toll sie das macht, ne? Wow, bitte. Das heißt, du, Papa, die beide Mama machen. Guck mal, hier. Die soll ich raufmachen? Ja. Geht klar, damit Mama nicht nur so doof rumsteht, ne? Zack. Papa muss eh einen Zahn zulegen. Hier, 20 Uhr haben wir jetzt und in einer Stunde geht Fusi los. Und Hayley hat heute noch länger, Mittagsschlaf gemacht, ne? Ja, Vorsicht, Kopf, Motte, richtig hinsetzen. Wir wollen doch hier nicht runterfliegen und deswegen ist sie jetzt noch ein bisschen wach und fit. Dir tut das leid, gleich kommt das Öl. Willst du damit schon mal anfangen? Ja, noch einmal rühren. Noch einmal rühren. Hier haben wir jetzt Olivenöl drin, Salz und Pfeffer und Hayley macht das ganz toll und bestreicht das Ganze jetzt. Und Papa ist am Schnippeln und Mama steht nur rum. Macht dir das Spaß, Hase? Ja, ich liebe es.
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, es tut echt gut. Wenn man wirklich nur arbeitet, man mit der wundervollen Tochter. Und der wundervollsten Frau, wolltest du noch dazu sagen? Ja, genau, also die wundervollste Hayden. Freundchen, du Freundchen. Das reicht, Schatzilein. Du kannst, Mama vermischt das gleich auch so ein bisschen noch. Nee, das ist nicht nur rühren, Engel. Auch drauf machen. Oh, guck mal, ich muss noch die Milchdüse hier sauber machen, wie den Rest der Küche. Es ist komischerweise immer, wenn die Kamera läuft, sagst du Sachen. Ach komm. Sonst ist es hier auch so. Die Möhrchen sind jetzt im Ofen. Und was willst du hier, du kleiner Springbrunnen? Und die müssen jetzt 20 bis 25 Minuten schön knusprig werden. Papi ist jetzt hier am Schnüppeln. Hier haben wir jetzt Butter erhitzt. Da kommen jetzt die Zwiebeln rein. Zack. Die müssen jetzt so 3 Minuten glasig gedünstet werden. Und jetzt. Und Hayley ist am Naschen und isst. Was? Yogi. Und Karl hat seine 5 Minuten. Und dann kommt auch noch der Halloumi-Käse anschließend. Zucker brauchen wir noch, Engel. Hast du das schon rausgeholt? Das Zucker? Hm? Nee. Wie viel Zucker brauchen wir denn? Bei 3 Personen kommt wie viel rein? Ich kann das nicht lesen ohne Brille. 3/4 Esslöffel, also fast 1 Esslöffel. Korrekt, Papa. Danke für die Information. Das an, Leute. Papas Zauberwerk ist vollrichtet und mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Das sieht so geilo Milo aus. Schmeckt auch so. Super. Mhm. Sehr, sehr schön. So, wir lassen es jetzt uns richtig schön schmecken und genießen. Wer von euch hat jetzt Hunger? Ich.